Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zur NHL 21, zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg am letzten Spieltag gegen Winnipeg versuchen wir heute unser Glück gegen San Jose Sharks. Mal schauen wir mal, ob uns das gelingen wird auswärts. Ich schmeiß mich gleich aufs Eis. Genau, das Ding war, ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich spüre das erste Mal gegen den Rivalen, aber die Sequenz kennen wir ja schon. So. Zwar jetzt nicht die beste Lösung, aber wenn nur die Lösung, dass bei uns der Puck bleibt und Tor. 1 zu 0 für Los Angeles. Los Angeles Gold, scored by number 22, assisted by number 11, Anze Kopitar, and by number 8, Drew Doughty. Time of the goal, 3 minutes, 21 seconds. So, auf geht's, Kim schon, Jungs. Das Ding werden wir gewinnen. Sharks machen den Ausgleichstreffer. Die erzielt die Führung, nein, erzielt die nicht. Erstes Drittel 1 zu 1. Also würde ich sagen, wir machen hier gleich weiter. Wenn du auf Platz hast mit den Top 10 Tore.
Ah, wenn ihr nicht aufpasst. Immer nur 1 zu 1, okay. Logisch, ich mach das Tor, Coach. Eins, komme ich noch mal zum Zug oder muss ich aufs letzte Drittel warten? Oh, 3 zu 2. Aus der für San Jose. Also wenn sie nicht vorhin taten, gell, dass ich das Tor mache. Aber zumindest gewinne ich den Kampf. Auch 42 wenn nur Zeit, ein Tor zum Schießen. Schauen wir, ob mir das gelingen wird. Das ist ein Scout beeindruck. Jetzt nimm mal ausgehen.
4 zu 3, 4 33 ist noch zum Spielen und mit 4 3 gewinnen wir, aber ich habe keinen, ich krieg nicht die 100% auf dem Scout, die 100 Punkte auf dem Scout. Wenn ich überhaupt die 50 krieg. Aber wir haben wenigstens die Herausforderung gewonnen, dass wir gewinnen müssen. Na, zumindest kriegen wir die 50. Aber Scout ist ja nicht schon mal was. Ein Star mit einem Tor. Haben wir gerade einen Star mit einem Tor, okay. Das heißt, beim Kampf ein Tor. What a night. Love the intensity of this rivalry. And I'll tell you what, love the way the kids showed up in a big time effort when you're not sure how certain kids are going to respond in these types of games and environments, right? He was right there in the thick of it, the intensity, and turned up his game another level. You love to see that in a young player because you know what you got here going forward, right? Really impressed. Liked his game. Another area that I was also really impressed. Looking at the box score here, you look at some of the minutes played. I mean, certainly a trend that might be a little concerning here. Nevertheless, we go to the phones. Let's check in with Becky in Bayside. How did you view things from your vantage point tonight? Well, if you're concerned, I'm not concerned at all about the rookie, that's for sure. I mean, this kid just continues to get better. Continues to score in different ways. He had that beauty of a goal tonight. I really didn't expect all this. I thought he'd be good this year, but I don't think I thought he'd be as consistent because, I mean, any player has trouble with consistency throughout the year, but the kid thus far, he's just stayed level-headed, stayed grounded, and continued to put up points. And consistently good, right? Yeah. That's what I mean, and he, the fact that he's doing it in different ways too, his game is multi-dimensional. You never know what you're going to get from him, and I think it keeps the opposition guessing. Yeah, it's almost like a box of chocolates, right? Didn't somebody say that once? Yeah, yeah, someone. Yeah. So. Appreciate the call. Let's take a look at the rest of the action on the ice tonight in the National Hockey League. The Kings had an on-ice collision with the Sharks. Los Angeles powers this one out with a strong game in their own end. And did you see the kid shine so brightly when he finds the back of the net? Here's how it sounded. Great for all between the benches, James Cebulski up here in the offensive zone. Oh, Los Angeles liegt auf ersten Platz. Passt dir ganz gut mit 53 Punkte. Let's get you caught up on some of those finals. The Predators look to run roughshod over the Bruins. Boston topples the opposition with a big goal-scoring effort. The Habs were hoping to play spoiler against the Golden Knights. Montreal puts in a full 60-minute effort to pull this one out. Los Angeles liegt hier auf der 3. Sind wir 3 Punkte hinter dem Zweiten. Das heißt, wir müssen ein paar Punkte, wir müssen uns noch ein paar Punkte erkämpfen.
Hier waren wir eigentlich an der Top-Stroger-Position, meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine Meinung, ja. Wenn wir 42 Punkte haben. Warum das andere jetzt Top-Stroger ist, vielleicht hat er ein besseres Torverhältnis als wie Kuss jetzt nicht sagen. Oder die Assists sind besser, weil es genau einer Strom ist. Er hat 12 Tore, 31 Assists. Irgendwie, ich weiß, sie ist besser, aber vielleicht liegt es ja an der Eiszeit oder an die Minuten oder keine Ahnung, an die, warum das erfunden ist. Aber trotzdem, wir liegen in erster Position. Das passt mir ganz gut. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier mit dem HP aus der NHL weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!